Hi, hier ist Quert von pocketpc.ch und heute möchte ich euch die App Zap zeigen. Die gibt es einmal für Android und auch fürs iPhone. Und wir schauen uns einfach erst einmal die Android-Version an und gleich im Anschluss die iOS-Version. AppZap ist eine App, mit der ihr die verschiedenen App-Stores, in diesem Fall den Play Store und bei dem iPhone den iTunes Store, viel besser durchsuchen könnt. Also es gibt sozusagen eine Community über Apps. Dort könnt ihr sehen, wer gerade was installiert hat, wie viel die App im Preis gesunken ist, wie gut welche App ist, wie die User das finden, und Angebote gibt es ja immer wieder. Und damit kann man auf jeden Fall schnell neue Apps finden, denn das ist immer für mich ein Problem, denn es gibt hunderttausende Apps. Das ist ja auch schön und gut, aber welche App wirklich gut ist, das ist immer sehr fraglich. Und da kann man hier mit dieser App wirklich sehr, sehr schnell neue Apps finden. Wenn wir uns das auf Android einmal anschauen, haben wir hier die Oberfläche. Wir können hier oben filtern für den aktuellen Reiter, den wir haben. Das heißt, ich kann hier sagen, bei Angebote, ich kann filtern nach Rabatt, Downloads, Bewertung und die Kategorien, die ich einstellen möchte. Dann kann ich das Ganze einmal aktualisieren. Und wenn ich hier nach rechts slide, nach links sozusagen, komme ich zum Menü, dort kann ich oben einmal Apps suchen. Ich habe verschiedene Kategorien, Angebote, neue Apps, Updates oder Änderungen. Dann gibt es Charts, einmal die Top-Aufsteiger, die Play Store Charts. Dann gibt es noch häufig angeschaute, Top-Entwickler. Ich kann mich von meinem Konto abmelden, ich kann My AppZap anschauen und die Einstellung. Unter Einstellung kann ich eigentlich nur meinen AppZap-Account anschauen, Feedback abgeben und über uns durchlesen. Das Interessante ist jetzt, wenn wir eine App anklicken, die uns gefällt, dann können wir hier sehen, wie der Preis ist. Wir können die Play Store Bewertung sehen. Wir können die Anzahl der Downloads sehen, welche Rangliste im App Store das Ganze hat. Ich kann sagen, mir gefällt diese App. Ich kann mir Alarme einstellen. Das ist ganz cool. Ich kann sagen, wenn der Preis fällt oder es ein Update gibt, soll mich AppZap daran erinnern, dass es hier etwas Neues gibt. Das heißt, wenn ich die App zum Beispiel mir gefällt, mir sie aber zu teuer ist, und ich weiß, manchmal machen Hersteller gerne Apps im Angebot, dann kann man hier den Preisalarm anmachen, und wenn es das Ganze im Angebot gibt, kriege ich dann einen Rabatt. Es gibt hier Bilder, eine Beschreibung. Hier unten kann man die Aktivität sehen, da sieht man schon den Preis. Der geht immer rauf, runter hier. Das heißt, für diese App lohnt sich das auf jeden Fall, einen Preis hier im Alarm festzulegen. Und hier unten seht ihr dann die Preisentwicklung der letzten Tage. Ich kann dann zurückgehen und mir zum Beispiel ansehen, welche Top-Aufsteiger es heute gibt. Das sind wirklich die Apps von heute. Das ist wirklich eine coole Sache, finde ich, weil man dann wirklich sehen kann, was brandaktuell ist. Hier habe ich einmal die Gratis-Apps. Ich kann aber sagen, ich möchte die Kauf-Apps sehen. Und jetzt sehe ich alle Kauf-Apps, die aktuell sind. Wenn ich jetzt Bladeslinger aufmache, dann sehe ich hier den Preis wieder, welche Nummer Download das ist. Ich kann mir die Fotos anschauen, direkt aus der App heraus. Das ist wirklich eine sehr schöne App, finde ich, da man einfach und schnell neue Apps finden kann. Das Ganze gibt es, wie gesagt, auch für das iPhone. Ihr seht schon vom Design her, sieht das Ganze ein wenig anders aus, da die App einfach meiner Meinung nach früher auf den Markt gekommen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber hier ist das Ganze ein wenig vom Design her deutlich anders. Wir haben hier Kacheln, mit denen wir die Hauptkategorien anpassen können. Und wir können auch einmal nach rechts scrollen. Wir können hier einmal einen Livestream sehen von allen Apps, die gerade installiert werden von den Nutzern. Das ist eigentlich eine interessante Sache, wenn man mal sehen will, was andere Leute so machen. Aber an sich meiner Meinung nach nicht ganz so sinnvoll. Wir können in der Community deutlich mehr machen. Wir können unser Profil anschauen, wir haben Freunde, wir können sehen, was unsere Freunde installieren. Unter Top-Listen können wir verschiedene Listen ansehen, zum Beispiel die App-Store-Charts hier aus Deutschland für das iPhone. Und dann seht ihr hier die Charts. Ich kann die Kategorie auch auswählen. Eigentlich in den Charts, glaube ich, gerade nicht. Dann können wir aktuelle Angebote sehen. Ich kann die Filter verändern, was ich sehen möchte, zum Beispiel iPhone-Apps oder iPad-Apps, die ich anzeigen möchte. Ich kann die jetzt gratis Apps anschauen, ich kann neue Apps sehen, News dazu, unter My Zap App kann ich wieder gehen, unter Einstellungen kann ich den App Store festlegen, das Deutsche, ich kann globale Filter machen, zum Beispiel nur die deutschen Apps oder
gar keine iPad-Apps und so weiter. Ich kann, die Menüs sind hier einmal erklärt und ich kann sie. Der Icons anpassen, indem ich sie hier auf Bearbeiten klicke. Und dann kann ich sagen, Livestream, wie ich eben meinte, gefällt mir nicht so. Schiebe ich nach unten. Und wenn ich jetzt zurück auf der Hauptseite bin, seht ihr, Livestream ist jetzt hier unten rechts in der Ecke. Und so kann ich das Ganze so anpassen, wie ich möchte. Wir können aktuelle Änderungen an Apps uns anschauen. Wir können uns das Ganze nach Kategorien filtern. Zum Beispiel, das sind die ganzen Kategorien aus dem iTunes, also aus dem App Store. Zum Beispiel nach Nachrichten. Und wie ich finde, ist das Ganze jedenfalls auf beiden Geräten, auf dem Android und auf dem iPhone, wirklich sehr, sehr gut gelungen. Man kann wirklich sehr schnell, sehr schön neue Apps finden. Die Umsetzung ist gut gemacht. Die iPhone-App gefällt mir etwas besser vom Design her, da ist die beim Android noch ein wenig Nachholbedarf, finde ich. Es ist zwar funktionabel beim Android, aber man kann vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Ich finde das eine gute Sache, denn die Stores der jeweiligen Hersteller, finde ich, haben alle noch ein paar kleine Macken. Und deswegen, mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr hier gerne einen Daumen hoch geben, gerne das Video favorisieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.